Hallo, liebe Freunde, und willkommen zur Schummelstunde. Wir spielen ein Deck, das darauf spezialisiert ist, zu schummeln. Und zwar versuchen wir das Godferrows Gift, haben wir früher ja schon mal gespielt, das 7 Mana kostet, für 4 Mana in Runde 4 direkt aufs Feld zu kriegen, indem wir das auf unseren Friedhof legen. Und dann haben wir in unserem Deck eine Sorcery, die sagt, bringe ein Artefakt aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Und ja, das wollen wir versuchen zu tun. Und im Optimalfall, wenn alles gut läuft, haben wir Runde 4 ein Godferrows Gift und können den Gegner, wenn es wirklich richtig optimal läuft, auch in Runde 4 direkt töten. Das ist aber der Ausnahmefall, meistens dann so Runde 5 oder Runde 6. Gut, ohne blaues Mana. Ist das Deck nicht so gut? Wir haben schon wieder kein blaues Mana. Wir haben aber sonst alles, was wir brauchen, auch nicht so richtig. Das ist hier übrigens die Karte, die das Artefakt aus dem Friedhof wiederholt. Ich bin gerade versucht, das zu halten, weil wir müssen nur ein blaues Mana ziehen. Problem ist, wenn wir kein blaues Mana ziehen, haben wir ein Problem. Ne. Da haben wir jetzt blaues Mana. Aber kein weißes Mana. Gegner fängt auch noch an und wir sind auf 5 runter. Wenn er jetzt noch rot spielt, dann... Ja! Sieht es gut aus für uns. Wird natürlich hart. Mit 2 Karten weniger und der Gegner fängt an und uns fehlen Länder. Das ist... okay, er spielt wenigstens das Wizards Deck, was nicht ganz so unendlich schlimm ist. Und wir können uns jetzt ein Land raussuchen. Das ist leider kein... Hatte ich schon ein Non-Basic Land? Nee. Ist leider kein weißes Mana. Deswegen überlege ich gerade, ob wir noch ein Strategic Planning nehmen und versuchen, nächste Runde ein weißes Mana zu finden. Das ist, glaube ich, intelligenter. Weil auch mit dem Strategic Planning kriegen wir noch mehr Karten in unseren Friedhof. Das heißt, wenn in den nächsten 3 Karten dann halt auch ein Godferrows Gift drin ist, wäre das auch im Friedhof. Das ist nämlich der einzige, also weißes Mana fehlt uns noch in unserem Puzzle und ein Godferrows Gift im Friedhof. Und dann kann es losgehen. Godferrows Gift im Friedhof können wir aber auch mit dem, der uns selber shreddert, könnten wir damit treffen. Das heißt, höhere Chance ist, dass wir das Godferrows Gift in den Friedhof kriegen. Da wäre das weiße Mana gewesen. Leider kein Godferrows Gift. So, was will er machen? Noch sind wir auf 20. Fühlt sich ganz gut an in Runde 3, aber das kriegen wir auch erstmal auf die Fresse. Das jetzt so intelligent war, das diese Runde auf uns zu machen. Macht zwar jetzt diese Runde einen Schaden mehr, wenn aber nächste Runde kein Instant oder Sorcery hat, dann wird er nicht zu einer 3-3. Jetzt haben wir das Godferrows Gift gezogen, das ist genau da, wo wir es nicht haben wollen. Und auch kein weißes Mana. Ich habe versucht, den Champion of Wits zu nehmen, weil damit hätten wir 2 Karten ziehen können und 2 Karten abwerfen. Damit hätten wir Godferrows Gift und Angel of Invention direkt abwerfen können. Dann hätten wir mit Godferrows Gift direkt den Engel wiederholen können. Aber uns hätte halt ein Mana gefehlt, um das überhaupt durchzuziehen. Das ist jetzt ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht sein sollte. Da ist das weiße Mana, was uns jetzt aber nichts bringt. Und jetzt kriegen wir 3 ins Gesicht und sind tot. Ja, also so macht man es nicht. Mal gerne auf 5 runter. Nicht anfangen. Gegen ein Rotdeck spielen. Tut dann meistens nicht so gut. Aber wir lassen uns nicht entmutigen davon und spielen munter weiter.
Weil das Deck, ich weiß, dass das Deck besser abschneiden kann und gut abschneiden kann. Das einzige Problem sind halt Agro-Decks, die anfangen. Weil wenn man selber anfängt gegen ein Agro-Deck, haben wir Settle the Wreckage und Fumigate, was beides sehr gut gegen Agro-Decks hilft. Nur man muss es halt haben, ne? Das halt gezogen haben. Gegner fängt wieder an. Gegner fängt immer an. Raikou heißt der Gegner. Und er kann sich nicht entscheiden. Geht auf 6 runter. Wir keepen das mal. Schon wieder kein weißes Mana. Aber diesmal haben wir zum Beispiel Champion of Wits, der uns extra Karten ziehen lässt. Wir haben 7 Karten, das heißt, wir können ein bisschen was damit arbeiten. Wieder rotes Mana. Immer diese Rotdecks. So. Jetzt muss man halt nur auf 5 Mana kommen, dann haben wir Fumigate. Was gegen so Kreaturendecks halt mega gut hilft. Hilft halt überhaupt nicht gegen gegen Agro-Decks, die schneller sind als Runde 5. Ach man. Warum ziehen wir denn diesmal kein weißes Mana? Okay. Kommt der Lightning Strike. Oh, da haben wir schon mal das Godpharaoh's Gift. 2 sogar. Das ist sehr gut. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch ein weißes Mana. Und das ziehen wir hoffentlich jetzt mit Champion of Wits oder ohne Champion of Wits. Sehr schön. Dann können wir Field of Ruin wegtun. Und einmal einmal Fumigate. Dann brauchen wir meistens nicht zweimal. Nächste Runde haben wir Godpharaoh's Gift und die Runde danach können wir Fumigaten oder auch noch ein zweites Godpharaoh's Gift spielen. Wir können jetzt sogar traden hier. Oh, er hat sogar schwarzes Mal. So, jetzt machen wir wieder Refurbish. Holen uns ein Godpharaoh's Gift. Und das Godpharaoh's Gift holt uns direkt einen Champion of Wits wieder. Der lässt uns 4 Karten ziehen. Und dann werfen wir 2 ab. Nämlich Combat Celebrant und ein Field of Ruin. Und dann greifen wir mal nicht an, weil wir immer noch in der defensiven Stellung sind. Aber eventuell können wir die nächste Runde töten. Lass mal gucken. Da er diese Runde wahrscheinlich nicht angreift. Doch, mit dem kann er angreifen. Er macht uns aber nur einen Schaden. Weil wir den 2-1er blocken können. Jetzt können wir überlegen. Wir könnten jetzt alles zerstören, ihm wir gain 4 Leben und kriegen wieder noch ein 4-4er und können, ja, wir machen das ist sicherer. Dann können wir die nächste Runde töten wahrscheinlich. Wir hätten halt versuchen können, das zweite Godpharaoh's Gift zu ziehen, zu spielen halt mit Refurbish und dann mit dem, der sagt, es gibt einen zusätzlichen Combat Step und dem äh,
Den hätten wir uns holen können und versuchen mit dem Champion of Wits noch einen zu ziehen, der noch einen zusätzlichen Combat Step gibt, was wir sogar geschafft hätten. Dann hätten wir mit dem auch wieder angreifen können. Okay, der nimmt jetzt das zweite Refurbish weg. Das ist doof, aber juckt jetzt auch nicht mehr so doll, weil das ist nur eine 1-2, die muss gleich blocken. Oh, Search for Ascant hat er genommen. Das ist mutig. Außerdem haben wir direkt ein neues gezogen. So, und jetzt kriegen wir pro Combat Step. Kriegen wir jetzt zwei Kreaturen. Und wir haben diese Kreatur drin, die sagt, wenn die angreift und exertet, gibt es einen zusätzlichen Combat Step. Das heißt, wir greifen jetzt mit allen an. Achso, und der enttappt übrigens die anderen. Das heißt, wir greifen jetzt für 12 an und haben dann noch einen Combat Step, der uns erneut zwei Kreaturen gibt. Wo wir den kopieren können, der uns noch einen Combat Step gibt. Und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wir hätten den auch jetzt locker von 35 oder 40 oder so runterballern können. Okay, das lief schon mal besser. Besser als das erste auf jeden Fall. So, gucken wir mal, ob wir das nochmal schaffen. Das ist halt jetzt ein Agro-Deck. Und das aber in Runde 4 halt nicht gegen den Godfather's Gift ankam. Die Hand ist in Ordnung. Das Einzige, was stört, ist, dass das Rivulet, das unser einziges blaues Mana ist. Das heißt, jedes Mal, wenn wir blaues Mana benutzen, müssen wir ein Leben zahlen. Das wird die ersten Runden erstmal immer so sein. Deswegen hoffen wir nicht nochmal gegen den Rotdeck zu spielen. Auch wenn wir wissen, dass fast alles, was hier rumläuft, Rotdecks sind. Von daher ist es zwar sehr wahrscheinlich, dass wir gegen einen Rotdeck spielen, aber wir behalten es trotzdem mal, weil die Hand an sich gut ist. Und wir fangen diesmal auch an. Okay, das ist schon mal gut. Was auch eine gute Combo ist, ist Search for Ascanta mit dem Minister of Increase, weil den kann man direkt in Anfang der Runde 3 kann man Ascanta dann flippen. Okay, Anfang Runde 4. Weil der bringt halt 6 Karten in den Friedhof, wenn er zweimal aktiviert. Und dann muss man halt noch eine andere spielen. Wenn man einen Instant hätte, dann könnte man theoretisch den schon Runde 3 flippen. Mit dem Trigger auf dem Stack. Wir müssen uns jetzt damit zufrieden geben, dass wir den in Runde 2 flippen. In Runde 4, nicht in Runde 2. Aber das reicht meistens auch. Das Land hätten wir gerne. Und dann zahlen wir ein Leben. Ziehen zwei Karten, werfen eine Karte ab. Das wäre Godfather's Gift, was wir abwerfen. Damit wir das im Friedhof haben. Das sind noch Refurbish ziehen. History of Benalia. Wir blocken mal und shreddern uns. Nicht noch ein Search for Ascanta, wir müssen jetzt versuchen, einen Refurbish zu finden. Ah, das war dumm. Das hat uns jetzt ein extra Leben gekostet. Wenn ich das Island gespielt hätte, hätten wir Ascanta auch benutzen können, ohne Leben zu zahlen. Die 5 Schaden nehmen wir. Hoffen, dass er noch was spielt. Und dann refurbischen wir. Fumigaten wir.
Ja, wir machen mal Fumigate. Es gibt uns drei Leben dazu und macht, dass die History of Benalia, der dritte Effekt halt nichts bringt. Und ist halt ein 2-for-1, das kommt noch dazu. Wir haben immer noch Settled Wreckage, also wenn er nochmal eine Armee aufbaut. Und meistens will man halt zuerst Fumigaten, weil das halt alles zerstört, ohne dass es dem Gegner Leben gibt. Und danach will man Settled the Wreckage benutzen, weil dann hat er die Länder erst später. Und später machen die Länder meistens nicht mehr so viel aus. So, wir gucken mal, ob wir einen Refurbish finden. Das wäre nämlich was Schönes. Nö. Hat irgendwelche. Ah, nichts Wichtiges. Dann nehmen wir das Land. Und dann, Moment, ich muss das einmal da hin. Dann könnten wir jetzt überlegen, ob wir einen von seinen Kreaturen kopieren. Da bin ich aber eher raus. Deswegen, ich denke, wir chillen und entspannen uns. Und können zur Not das Kanter noch benutzen. Ja, ich denke, das Settle the Wreckage lohnt sich. Weil er hat eh schon mehr Länder, als er eigentlich braucht. Und das war wieder ein 2-for-1. Und wir müssen eigentlich auch nur so lange überleben, bis wir einen Refurbish finden. Oder ein Godfarer's Gift. Man kann es natürlich auch hardcasten. Ist natürlich doof. Haben wir noch eins im Friedhof? Ja, haben wir. Das heißt, jetzt sind wir wieder bei der Mission dabei, ein Refurbish zu ziehen. Eins, zwei, drei. Obwohl, wir können auch. Können eigentlich auch den Champion of Wits spielen. Für sieben. Wenn wir dann aber halt einen Refurbish diese Runde ziehen, können wir das nicht mehr spielen. Was ist jetzt die Frage? Ja, wir spielen mal das. Gut. Warum können wir den viermal eternalisen? Hallo? Da ist das Refurbish. Den können wir abwerfen und den können wir abwerfen. Dann haben wir jetzt sogar zwei Refurbishes. Können noch ein Strategic Planning hinterherhauen. Mit noch einem Refurbish. Auch wenn so viele Refurbishes uns nichts bringen. Weil wir nur ein Godfarer's Gift im Friedhof haben. Aber falls er das irgendwie schafft zu zerstören. Ravenous Chupacabra. So, und jetzt können wir refurbischen und gleichzeitig noch Settle the Wreckage offen halten für nächste Runde. Eins, zwei, drei, vier. Er hat einfach noch ein Cast-Out. Das ist doch echt ein Witz, oder? Egal, dann machen wir jetzt Settle the Wreckage, um alle seine Kreaturen zu zerstören nochmal. Dann hat er auch fast nichts mehr in der Hand und nichts mehr auf dem Feld. Okay, dann machen wir nicht Settle the Wreckage, sondern wir gucken uns mal die obersten Karten an. Gucken, was wir finden. Noch ein Godfarer's Gift. Perfekt. Vier, sieben, eins, zwei, drei, vier. Okay, wir müssen ein Land ziehen, theoretisch. Scheiße, wir haben kein Land gezogen. Haben wir noch einen. Nee.
Jetzt können wir nicht. 7. Das. Wir können nicht Settle Wreckage und Refurbish gleichzeitig einsetzen. Demnach. Nein. Boah, wenn wir jetzt nur ein Leben gehabt hätten, hätten wir uns dadurch gerade getötet. Durch so einen Missklick. 5. Spielen wir den Visier of Many Faces. Ist zwar schade drum, aber müssen wir jetzt machen. Kopieren den Chupacabra und zerstören den Dude, der extra Karten ziehen könnte. Und dann passen wir mal den Turn. Vraska's Contempt ist nicht gut. Das kann er mit einer Kreatur angreifen und uns dazu bringen. Okay, er greift mit zwei Kreaturen an. Hätte auch mit einer Kreatur angreifen können und uns dazu bringen können, Settle the Wreckage zu benutzen. Jetzt hat er eine Kreatur weniger. Mal gucken, ob wir einen Fumigate finden. Nein. Dann nehmen wir das Land. Aber wir finden ein paar Blocker. So, solange jetzt nicht die letzte Karte in seiner Hand nochmal ein Castout ist. Das kann doch nicht wahr sein! Raw, Table Flip! Der hat echt dreimal Castout für unsere drei God Pharaoh's Gifts gehabt. So, dann, bevor der das macht, wir lassen uns das nicht wegnehmen, töten wir uns selber. Fuck you. Dreimal Castout. Das ist doch echt lächerlich, oder? Der hat wahrscheinlich vier davon in 60 Karten. Und der hat die drei. Boah. Das macht mich aggressiv gerade. Ah, macht mich das traurig, ey. Ja, manche Gegner haben es einfach, haben halt einfach immer genau das, was sie brauchen. Have it all! Jetzt fängt der Gegner wieder an und ist rot. Wir haben zum Glück ein Settle the Wreckage. Kein One-Drop, das ist schade. Oh, hat nicht angegriffen, das finde ich nett von ihm. Warum sollte man noch angreifen? Das war schon mal sehr nett von ihm. Das heißt, wir haben ein Leben mehr. Wenn es am Ende auf ein Leben ankommt, dann können wir lachen. Ha. Moskau, Moskau. Schmeiß die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Den ziehen wir. Obwohl, eigentlich brauchen wir noch ein Land. Aber wir können uns das Land auch mit Strategic Planning holen. Weil dann haben wir einen Blocker. Und dann ziehen wir Strategic Planning. Haben natürlich kein Land. Der wird weggeschockt. So, wir müssen jetzt ein Land ziehen, dann können wir Settle the Wreckagen. Ansonsten sieht es nicht gut aus für uns. Come on, show me land. Land! Sehr gut. Dann beenden wir direkt die Runde. Jetzt können wir alle Attacker. Oh ja, bitte greif mit ihm mit an. Greif mit dem mit an. Okay. Das wird jetzt verdammt knapp alles.
Erstmal müssen wir alles zerstören und uns drei Leben wieder dazu holen. Problem ist, wenn er jetzt irgendeinen Burn-Spell hat, kann er uns mit Hazoret töten. Das ist egal. Und da ist er, Burn-Spell. Boah, mich fuckt das so ab, dass das alles Agro-Decks sind. Wir haben wirklich nur gegen Agro-Decks gespielt. Bin gerade kurz davor zu sagen, wir spielen nicht Quick Constructed, sondern wir bauen uns ein Sideboard mit ganz viel Life Gain. Und dann lassen wir dann.